Gute liebe Adlerträgerfans hier aus dem Frankfurter Stadtwald bei strahlendem Sonnenschein, wo die Eintracht die Trainingsvorbereitung bzw. die Vorbereitung auf die nächste englische Woche mit Werder Bremen im DFB-Pokal und Bayer Leverkusen aufgenommen hat. Es ist die dritte englische Woche in Folge und es werden noch weitere, nämlich 4 und 5 vor der Länderspielpause folgen. Die Eintracht, die hat gestern ein bisschen frei gehabt, unter anderem Armin Reutershahn hat das bestimmt gefreut, unseren Co-Trainer, der ist nämlich 60 Jahre alt geworden. Also hier von unserer Seite nochmal aus alles Liebe und Gute nachträglich. Heute sind insgesamt 21 Spieler dabei und 3 Torhüter, also insgesamt 24, darunter auch Mijat Gacinovic, also eine erfreuliche Nachricht, der war ja hier eine Woche raus wegen Grippe, ihm geht's wieder gut und er ist also mit von der Partie. Darunter auch Lucas Torro, darüber hatten wir letzte Woche schon kurz berichtet, der Spanier also wieder im Mittelfeld wieder sammelt wieder Kräfte und kämpft sich an die Mannschaft heran. Bastos, der ist raus, der ist mittlerweile im individuellen Training, also arbeitet da, um wieder zurück an die Mannschaft zu kommen. Ja, was gibt's sonst noch? Stefan Ilsanker, der hat ja einen ordentlichen Cut mitbekommen, den haben wir jetzt gleich noch im Gespräch. Wir werden über das wichtige Spiel am Mittwoch gegen Werder Bremen sprechen. Ja, Ilse, am Freitagabend mit Turban in den Flieger gestiegen. Was macht der Cut vom Freitagabendspiel? Ja, ist nicht so tragisch, nur ein kleiner Kratzer. Das hört man gerne. Also für Mittwoch kein Problem? Nein, ich denke nicht. Also sollte alles passen. Auge ist kein Problem. Die Schwellung im Augenlid ist auch okay. Also ja, schöner macht es mir nicht unbedingt, aber es stört nicht beim Spielen. Das ist sehr gut. Blicken wir mal kurz zurück zum Spiel Salzburg. Wie war denn die erste europäische Auswärtsreise sozusagen mit der Eintracht? Ja, also von der Stimmung her unglaublich. Für mich als Salzburger natürlich was Besonderes. Und die Fans waren unglaublich. Also so viele Auswärtsfans, so laute Auswärtsfans. Aber meine Freunde aus Salzburg haben mal gesagt, die sind ja krank. Und das stimmt schon. Und vom Spiel selbst, ja, ist natürlich geil, wenn man gegen so eine starke Mannschaft weiterkommt. Jetzt wartet am Mittwoch gleich ein nächstes wichtiges Spiel. Das ist ja momentan eigentlich eine englische Woche auf englische Woche. Pokal gegen Bremen. Was macht das so ein bisschen auch im Hinblick mit dieser Spielverlegung? Oder ist einfach nur der Fokus auf Weiterkommen? Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag. Und ich denke, das sind jetzt die Früchte, die wir uns einfahren können. Ja, es ist ein mega wichtiges Spiel, sehr schweres Spiel. Die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, sie sind weit unter Erwartung geblieben, aber haben eigentlich keinen schlechten Fußball gespielt das ganze Jahr über. Von dem her wird es ein sehr schwieriges Spiel, aber wir wollen natürlich wieder ins Cup-Finale und von dem her müssen wir die Hürde nehmen. Berlin klingt sehr gut. Wie war die Stimmung heute? Habt ihr noch ein kurzes Geburtstagsständchen noch für Armin gesungen, allgemein? Ja klar, ich meine, 60 Jahre, aber trotzdem noch so fit und so viel Elan und dementsprechend kann man heute hochfeiern lassen. Wenn man so sieht, du bist jetzt glaube ich so 4, 6 Wochen hier, du fühlst dich sehr, sehr wohl, so macht es mir den Eindruck. Stimmt das so? Macht Spaß mit der Truppe. Auch die Stadt ist super, ich fühle mich wirklich, wirklich gut aufgenommen hier und ich habe Spaß im Training, ich habe Spaß bei den Spielen und natürlich, wenn wir erfolgreich spielen, dann ist noch geiler. Merk mal am Platz. Danke dir.